Mein Name ist Matthias Kräft, ich bin 20 Jahre alt und mache derzeit eine Ausbildung bei der Bausparkasse in Schwäbisch Hall zum Bankkaufmann im Innendienst. Ich heiße Benedikt Hägele, bin auch 20 und mache auch die gleiche Ausbildung wie der Herr Kräft. Ich bin die Arsena, ich bin 19 Jahre alt, arbeite hier bei Easy Credit. Ich heiße Elena, arbeite auch bei Easy Credit und mache eine Ausbildung zur Kauffrau für Dialog Marketing. Seit dem ersten Tag haben wir uns eigentlich gut verstanden. Okay, seit dem zweiten Tag. Es kann an einem Tag sein, dass wir sehr, sehr viele Termine haben. Wir haben unten auch beim Outlook zum Beispiel so eine Aufgabenliste und schaut da mal durch, was habe ich für Aufgaben. Wenn ich da jetzt nicht viel drin habe, dann gehe ich auf meinen Ausbilder zu oder in der Abteilung, wo ich bin und frage einfach mal nach. Die Leute sind echt super drauf. Jeder ist ansprechbar immer. Man kann zu jedem hingehen, wenn man Fragen hat. Und das ist echt klasse, das macht es für mich aus. Wir werden von allen Seiten unterstützt und kriegen das volle Paket auch wirklich sehr, sehr gut betreut. Also um uns täglich auszutauschen, haben wir da mehrere Möglichkeiten. Wir haben einmal ein Chatprogramm, dann haben wir E-Mail oder halt per Telefon, was dann halt auch am schnellsten geht, finde ich. Oder in der Kaffeepause. Wir erzählen eigentlich was uns gegenseitig alles. Egal ob positiv oder negativ. Ja. Neben meiner beruflichen Tätigkeit könnte ich mir noch vorstellen, im Bereich Fußball zu arbeiten. Ich kann mir vorstellen, wie so ein kleiner Knirps auch schon gekickt hat und dann später mal in der Nationalmannschaft vielleicht spielen wollte. Das kann ich mir gut vorstellen. Bei mir ist so ein großer Traum auf jeden Fall, zu reisen, aber die Koffer zu packen und vielleicht Work and Travel oder sowas zu machen. Ich finde jetzt auch andere Länder interessant und die Kulturen dort. Und deswegen möchte ich auf jeden Fall auch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr, wie auch immer, wie ich es beruflich vereinbaren kann, im Ausland verbringen und da meine Erfahrungen machen. Das ist aber auch Pause eigentlich.